willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einer Runde Skywars auf der Map UFO und das Ganze alleine. Und ja, irgendwie... Oh Gott, ich dachte gerade, ich falle jetzt runter. Auf jeden Fall habe ich vor lange kein Video mehr alleine aufgenommen und deswegen dachte ich so, ja okay, mache ich das jetzt mal wieder. Und ich muss in einer halben Stunde in einem komplett anderen Ort sein und ich habe keine Ahnung, wie ich das zeitlich schaffen soll, weil ich gerade einfach mega kacke bin und keine Runde hinbekomme. Aber ich werde das Video halt gerne aufnehmen, weil ich jetzt gerade die Motivation hatte und die mal ausnutzen wollte. Und so wie ich mich kenne, würde ich das morgen dann eh nicht aufnehmen. Deswegen muss ich das jetzt schaffen. So, auf jeden Fall kennt ihr das Thema vom Video ja schon am Titel entnehmen. Und zwar wollte ich über das Thema Postfach reden, da mich viele gefragt haben. Okay, was heißt viele? Es haben mich halt schon öfters welche gefragt, ob ich ein Postfach habe und ob die mir was zuschicken können und so. Aber ich musste die Leute halt immer enttäuschen, weil ich kein Postfach habe. Und, ach Gott. Kann man so abfacken? Alter, Leute, ich will doch nur mal was gewinnen. Komm, endlich. So, ich dachte, ich wäre jetzt noch an den Sterben mit seinen ganzen Subs. Und ich dachte mal so, weil mir sowieso Freunde was schicken wollen zum Geburtstag, dass ich dann ja einfach ein Postfach eröffnen kann, aber nur für den Dezember dann. Aber das Ding ist halt, ich muss mich noch informieren, wie viel das Ganze kosten würde. Und ich muss halt erstmal von euch wissen, ob sich das überhaupt lohnen würde. Also das Ding ist, man kann ja immer so sagen, ja, ich schick dir was, ich schick dir was, ich schick dir was. Aber ob man das im Endeffekt macht, ist halt der gegebene Punkt. Das müsst ihr mir halt in den Kommentaren mal schreiben. Würdet ihr mir was zuschicken, ja oder nein? Selbst wenn 5 Leute ja sagen würden, dann würde ich das auf jeden Fall schon mal machen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und wie gesagt, da mir sowieso welche was zum Geburtstag schicken wollten, dachte ich so, mache ich das einfach mal für den Dezember. Es ist keine Pflicht, wäre aber ganz cool. Und es steht ja eh noch nicht so ganz fest, ob ich das jetzt machen werde. Wie gesagt, muss ich mich erstmal informieren. Und ich dachte eigentlich, dass es mal eine ganz coole Idee wäre. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr daran dann Interesse hättet oder nicht. Wie gesagt, zeigt... Oh, ich habe schon gewonnen. Nice. GG auf jeden Fall. Okay, dann sind wir schon in der nächsten Runde. Wie gesagt, seid ruhig ehrlich. Ich bin euch nicht böse, weil das Ganze ist ja freiwillig. Und ich mache das ja nur, weil mich ein paar gefragt haben. Und irgendwie finde ich das sowieso schon das komisch, das Video hier so zu erstellen. Weil es kommt voll so rüber, als würde ich so wollen, ja, schick mir was zu hier. Also es ist an sich halt echt ziemlich cool, das muss man einfach sagen. Aber ich weiß halt auch nicht mehr, wer mir da genau was schicken wollte. Und falls sich da halt schon öfters welche darüber Gedanken gemacht haben sollten, haben die hier jetzt ja die Antwort, beziehungsweise können die jetzt hier schreiben, ob die Interesse hätten und so weiter und so fort. Beziehungsweise können die mir dann schreiben, dass sie vorhatten, mir sowieso was zu schicken, die das cool finden würden. Frettchen meinte zum Beispiel auch schon, dass das eine coole Idee wäre und ja, also... Wie gesagt, das Ganze ist keine Pflicht und ich wiederhole mich hier die ganze Zeit, aber ich habe halt keinen Bock, dass hier irgendjemand etwas Falsches denkt und ihr sollt mir auch keine teuren Sachen zuschicken. Ich weiß halt nicht, ich muss mich erstmal informieren, wie das genau ist, mit, also da gibt es ja auch verschiedene Größen und bla bla bla, also ja, muss ich mich da erstmal genau informieren, was jetzt Sache ist. Ja, was mache ich jetzt? Okay. Ich wollte gerade sagen. Oh mein Gott, okay. der ist jetzt auch runtergefallen. So, dann muss ich noch gegen den kämpfen. Den holen wir uns jetzt schnell so. Hauptsache, ich hatte die ganze Zeit keine Runde hinbekommen. Jetzt sowas, oder wie? Mann! Und da sind wir jetzt auch schon in der letzten Runde. Ich habe keinen Plan, was gerade los ist, weil ich hatte die ganze Zeit mega viel Pech. Und jetzt schaffe ich hier so 2 Runden so easy. und falls ihr euch fragt, wie ihr dann an die Daten, an die Adresse, whatever, dann kommen würdet, ich mache dann nochmal ein extra Video, wo ich dann euch die Adresse und sowas dann mitteilen werde. Falls ich das dann machen sollte, aber ich denke mal dann schon. Ja. So, machen wir schnell eine Diabrust, noch ein Eisenhelm und Eisenschuhe und da haben wir auch schon wieder gute Rüstung. Und wie spät haben wir es? Cool, ich muss in 25 Minuten, oh mein Gott, da sein. Also es könnte ich schaffen, theoretisch. Wir gehen einfach mal direkt schnell zu dem hier rüber. Ich kann mich auch in die Mitte... Oh ne, in der Mitte ist schon einer. Okay, dann gehe ich nicht in die Mitte. Ja, da unten sneakt schon. Komm, wir gehen einfach nach unten. So, den haben wir. Verstehe ja nicht, warum man in Skywars farmt. Ich mache das nie. Ich wäre viel zu faul zu. Hat einfach nie Bock drauf. Und dann, ich will eher direkt los und kämpfen und sterben, anstatt da 10 Stunden lang zu
farmen. Also, ich weiß nicht, eigentlich ist es ja auch schlau von denen, aber ich bin da viel zu faul zu. Gehen wir mal zu dem weiter. Wie gesagt, werde ich das Ganze dann einfach für den Dezember machen. Supi. Ich bin einfach tot. Ja, moin. Ach Gott. Okay, Leute, ich belasse es jetzt einfach mal bei dem Video. Es soll jetzt einfach mal eine kleinere Runde sein. Und ich bin irgendwie mega überbelichtet im Gesicht. Und ich habe mal keine Augenringe. Das wundert mich mal mega. Was soll ich jetzt sagen? Ja, wie gesagt, falls das Interesse besteht, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und ich werde dann halt noch ein extra Video dann dazu machen. Und ja, dann war's das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung. Da würde mich mega freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ay? Wake up, same-ish, different day, make a